In dieser und weiteren Folgen möchten wir Ihnen die einzelnen Hammerformen und deren Anwendung vorstellen. Natürlich können Hammer für viele Zwecke eingesetzt werden, aber jeder Hammer hat eine Grundfunktion. So hat der Kletterhammer, wie der Name es bereits sagt, die Funktion, das Blech zu kletten. Wurde das Blech umgeformt, bleibt meist eine grobe Oberfläche zurück. Um dies zu kletten, benötigt man eine entsprechend geformte Unterlage und den Kletterhammer. Als Unterlage dient in diesem Fall ein Amboss oder Fäustling, der genau der gewünschten Wölbung des Blechstücks entspricht. Warum dies so ist, zeigen wir in diesem Beispiel. Treibt man ein Blech über den passenden Amboss, liegt das Blech genau an und jeder Hammerschlag verteilt sich über die gesamte Fläche und klettet das Material. Nimmt man einen Amboss mit einer zu großen Wölbung, wird mit jedem Hammerschlag das Blech nur punktuell getroffen und an einer Stelle das Blech gestreckt. Es entsteht eine Delle im Blech. Macht man dies über eine größere Fläche, entsteht eine unerwünschte Form. Der Kletterhammer wird mit weichen Hammerschlägen angewendet. Um die Kraft möglichst gering zu halten, wird der Zeigefinger auf den Hammerstiel gelegt. Dies vermeidet zu kräftige Schläge. Jede Treibbewegung wird mit einer leicht seitlich gleitenden Bewegung durchgeführt. Der Hammerkopf muss mit jeder Bewegung ganz flach auf die Oberfläche auftreffen, um Verletzungen durch die Hammerkopfkante an der Oberfläche des Blechs zu vermeiden. Durch die Bewegung gleitet der Hammer leicht seitlich weg. Man benötigt keine große Kraft, um Karosserieblech oder Aluminium zu kletten. Die Kraft kommt aus dem Eigengewicht des Kletterhammers. Deshalb gibt es auch unterschiedliche Gewichte des Hammerkopfes. Kleine, flache Hammerköpfe werden für das allerletzte Finishing verwendet. Man unterscheidet beim Kletterhammer auch zwischen flachen und gewölbten Treibflächen. Flache Hammerköpfe werden in der Verbindung mit einem gewölbten Amboss angewendet. Gewölbte Hammerköpfe mit einem eher flachen Amboss.